Was geht ab, Leute? Willkommen Hallo. Zu einer neuen Runde Benefit One. Heute bin ich mal wieder nicht allein. Heute wieder mit Tom. Hallo. Und mit einem Spezialgast. Ich zahle halt 5 Euro. Der Hannes. Hat man Hannes jetzt eigentlich? Ja. Ja. Wir spielen jetzt Wash auf Swiss. Wir sind Angreifer-Team und ja, jetzt müssen wir halt die Bomben zünden. Es gibt einen Blutkammer, meine lieben Freunde. Den müsst ihr wissen. Der ist hoch interessant. Der ist sehr wichtig für die heutige Schifffahrt. Ja. Und jetzt sind ja auch tausende Verschiffene. Weil wir einfach ein kürzerer Weg ist. Ich möchte die Leute hier bilden. Alles. Ja, was hat Bildung mit Schifffahrt zu tun? Immer. Nein, vollautomatische Schiffe. Alles. Ja. In welchem Leistungsgroß was du. Nee, warte, das ist. Das ist in der 10. Das ist der Abiturleistungsgroß. Und dann ist das ja, wahrscheinlich Abitur. Na, ich hatte überlegt, weil heute Vulkan hat. Wir haben ja gerade die Industrielle Revolution. Und ja, dann habe ich angefangen, von Professor Facilitate zu sehen. Der eigentlich sehr geschickt ist. Und dann hat sie mich gefragt, wenn ich das denn wisse. Facilitate sagte ich. Daraufhin erwidert sich wieder. Ja, dann spiel weiter so. Ja, ich auch. Das hatten wir auch. Da hatte ich nämlich jetzt noch nicht ein. Ja. Warte, muss ich das nicht üben. Ich erst keine Bögen. Ja, aber die Steuerung ist scheiße. Ich sterbe. So. Scheiße. Naja. Auf jeden Fall haben wir eine Revolution und dann habe ich angefangen, ist das nicht auf die Zeit, wo Charles Darwin geht. Guck sie mich an. Ja. Ja, weißt du das? Ja. Nee. Doch, das ist irgendwie. Evolution. Nein. Na, auf jeden Fall habe ich dann auch noch von Karl Marx gesehen. Der war der Gründer der kommunistischen Partei, oder? Ja. Irgendwie sowas so. Und dann hat er mich so gesagt, gefragt, weil ich das nicht wisse. Und jetzt hat sie mich gefragt. Meine Sprachsteuerung ist übrigens nicht mehr, die kennen wir nicht. Das ist der Atri-Wagen da vorne. Ja, Tom, das ist ein Atri-Wagen. Ich nerv den gerade. Ich mach den mit der Fahne. Oh, bist du da hinten? Da mach ich keine Fahne. Oh, was ist denn los? Schaffst du es vergebens leider? Ah. Tom, du machst mir manchmal echt ein bisschen Angst. Ich hier. Ja, vor allem wenn du mein Fahrzeug nutzt. Du bist hier so ein.
das ist krass. Ich werde versuchen, ein bisschen Feuer zu spielen, mit ihr läuft es auch vor. Wieso? Ich lasse euch die Reste abknappen. Also B ist gerade die Frage, wenn einer. Ja, vielleicht so, dass es kein Schaf ist. Ja, von oben. Das ist unpraktisch, jetzt kommt es weg. Ja. Blau. Wir haben trotzdem B, oder? Ne, das schaffen wir schon. Einer, das nächste Mal mit Reparaturschuhen gespawnt. Ich werde ihn sehr verbunden. Oh. Oh, okay. Mich hat erwischt und ich kann gleich wieder Panzer spawnen. Das ist ein Schäfer. Das ist ein Panzer. Cool, cool. Du musst mich unbedingt das einsetzen, wieder oben. Ich glaube, es macht. Maschinengewehr, eindeutig. Tom macht mir manchmal wirklich ein bisschen Angst. Wieso? Du sagst dann immer so: Los, Freunde, wir ziehen in die Schlacht! Auf geht's, los! Bullshit. Ich kann mir vorstellen, später so Tom sein Intro so: Los, auf geht's! Ich hab hier gerade die ganze Zeit mit einem sieben netten Scharfschützen gekuschelt. Mit einem geebneten Scharfschützen? Nein, ich habe mit einem sieben netten Scharfschützen gekuschelt. Die netten Scharfschützen, die mag ich am liebsten. Die haben immer so ein schönes Aroma. Eine schöne Variante, die Bombe zu zünden. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ich komme wenigstens nicht aus Bayern. Das ist Ausland. Doch. Das war hier. Oh, da kommt der Flammenschütze. Deutsch. Ich mag nur Bayern. Ich möchte dann nicht die Vergasen. Kriegen wir A? Ja, mal. Gut. Die nannten ihn Deutsch. Das war kein gutes, aber sie haben eins. Was war da genau? Was ist denn los? So sonst. Bayern ist kein Land. Kein Bundesland für Deutschland. Musst du wissen. Für Deutschland. Deutschland hat 16 Bundesländer. Die ganz normalen minus Bayern plus Mallorca. Denn die alle Bundesländer auch. Ja, es gibt drei Arten von Bundesländern. Einmal die normalen, dann Mallorca und Bayern. So, pass mal auf, ich kann jetzt gerne alle auf. Ich bin Bock drauf. Nein, Tom, lass es. Gut. Bayern gehört nicht. Was soll das denn sein? Gibt doch wohl ab. Gibt doch wohl auch immer, dass ich meine nicht zu Deutschland gehört. Oder wird es etwas anderes sein? Was? Vietnam gehört nicht zu Deutschland? Bayern gehört nicht zu Deutschland. Ja, oder das hat sich gerade voll so angehört wie Vietnam. Was ist ein Bayern überhaupt? Alles, ich frage dich hier und jetzt hoch und heilig.
Bist du der Meinung, Bayern gehört zu Deutschland? Kannst du tun. Mit solchen Leuten wie ich. Kann ich das noch wieder aufstellen? Bayern ein Teil von Deutschland. Das ist ein guter. Warte mal. Was ist so? Vor allem die von dem Bayerischen. Der Schwarze durfte dann nicht spielen. Was? Hast du einfach was gegen dich? Komm schon. Ich hab den Flammschutz ausgeschaltet. Das ist falsch. Denk nicht, mach jetzt. Manchmal. Ich mag Oliver nicht. Du magst Oliver. Mag Oliver wir nicht alle ein bisschen? Hier mag Oliver Zeile Bayern als deutsches Land akzeptiert. Eure Meinung zu Bayern. Ich rufe hier und jetzt heilig dazu auf, Bayern niederzubrennen und wäre die Rasse zu vernichten. Tom. Lass es lieber. Ich lasse es lieber nicht. Sonst tut es ja keiner. Hallo Hund. Wir gehen. Danke. Danke, es hat mir jemand gerade den Arsch. Ich liebe das. Muss man so viel machen. Aber es sind immer nur noch zwei Kopf und Leben. Los, das schafft ihr. Oh, ein Pferd. Ey, runter, das ist ein runter. Ich bin Kavallerist, ich sollte nichts machen. Ich kann dir dein Pferd gerne wiedergeben. Ja. Schau. Alter. Was? Guck mal, ich hatte gerade eine Granate werfen und kann das Pferd reinlaufen lassen. Wieso? Weil ich gegen Bayern hätte, weil ich als richtig hätte. Ja, und die Hälfte meiner Zuschauer sind Pferdeliebhaber. Ja. Also, zunächst, Herr Peter, würde ich über deine Aktion mit dem Pferd nicht freuen. Und dann. Mir doch egal, ich auch nicht. Tom, das Pferd war ein Saboteur. Ach so, okay, dann ist in Ordnung. Ich möchte, dass Deutschland weiß, dass Bayern nicht zu ihm gehört. Ich. Danke. Nur damit du es weißt, ich, anders. Ich würde gerne wissen, warum du mich auf die Party werfen willst. Okay, das ist kein. Weißt du? Hey, ey, so Pascal, warum willst du nicht auf der Party da? Was ist das? So was dulde ich hier nicht. Jetzt beleidigt der hier noch die Absen oder was? Ich bin mit jeder Kultur, mit jedem Lebewesen, mit jedem Land voll und ganz. Außer mit diesem kleinen geschissenen Stück, das Gott irgendwann meinte.
Was? Ich habe recht. Es gab keine Nudeln. Jetzt weißt du, warum ich den Bayern hetze. Bayern hat die Nudeln geklaut. Genau. Nee. Übrigens, um andere Themen anzuschneiden, das Wetter ist bald. Also komm ich. Daher beschissen. Ich frage mich wirklich, was bei euch für ein Wetter ist, aber bei uns ist eigentlich recht schön. Bei uns ist echt kacke, bei uns sind wirklich 50 Grad nach Regen vor. Gott, ich bin hier an. Wenn ich dennoch sehe, wie man im Internet gerade schreibt, teilweise, dann... Ja, okay. Kann war eine spannende Runde. Ja, durchaus. Mich freut, mich hat es gefreut, mit euch spielen zu dürfen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und...